Dante Alighieri, die göttliche Komödie. Hölle, Gesang 3. Durch mich geht man hinein zur Stadt der Trauer. Durch mich geht man hinein zum ewigen Schmerze. Durch mich geht man zu dem verlorenen Volke. Gerechtigkeit trieb meinen hohen Schöpfer. Geschaffen haben mich die Allmacht Gottes, die höchste Weisheit und die erste Liebe. Vor mir ist kein geschaffen Ding gewesen, nur Ewiges, und ich muss ewig dauern. Lasst jede Hoffnung, wenn ihr eingetreten. Die Worte sah ich dort in dunkler Farbe zu Häupten eines Tores angeschrieben und sprach: Mein Meister, hart ist die Bedeutung. Und er zu mir, wie einer, der behutsam: Hier muss man jeden Argwohn von sich lassen, und jede Feigheit muss des Todes sterben. Wir sind zum Ort gekommen, wo ich sagte, dass du die schmerzenvollen Leute findest, die der Erkenntnis gut verloren haben. Dann hat er seine Hand gelegt in meine mit froher Miene. Dies war mir zum Troste und führte mich zu den geheimen Dingen. Dort hört ich Seufzer, Klagen, Wehrufe in einer sternenlosen Nacht ertönen, weshalb ich erst in Tränen ausgebrochen. Verschiedene Sprachen, wilde Schreckenslaute, Worte des Schmerzes und Geschrei des Zornes, schrille und heißere Stimmen, Händeschlagen vollführten ein Getümmel, das ohne Ende in diesen zeitlos trüben Lüften kreiset wie Sand, gejagt in einem Wirbelsturme. Und ich, dem schon das Haupt umwand, das Grauen sprach: Meister, was ist das, was ich dort höre? Was für ein Volk von Schmerzen überwältigt? Und er zu mir: Solch elend Leben müssen die trüben Seelen jener Menschen führen, die ohne Lob und ohne Schande lebten. Vermischt sind sie mit jenem bösen Chore der Engel, die einst weder abgefallen von Gott noch ihm getreu allein gestanden. Der Himmel will sich nicht mit ihnen schänden, und auch die tiefe Hölle schließt sich ihnen, damit die Sünder sich nicht rühmen können. Und ich: Mein Meister, sag mir, was ist ihnen so hart, dass sie so heftig klagen müssen? Er gab zur Antwort: Kurz will ich berichten. Sie haben keine Hoffnung, je zu sterben, und also niedrig ist ihr blindes Leben, dass sie ein jedes andere Los beneiden. Die Erde lässt von ihnen keine Spuren. Von Recht und Mitleid werden sie verachtet. Sprich nicht von ihnen, schau und geh vorüber. Und als ich um mich schaut, sah ich ein Zeichen mit solcher Schnelligkeit im Kreise laufen, dass jede Ruhe ihm versagt sein musste. Und hinter ihm sah ich so große Scharen von Leuten, dass ich niemals glauben mochte, dass jedem Tod so viele schon verfallen. Und als ich manchen dort erkennen konnte, sah und erkannte ich den Schatten dessen, der feig die große Weigerung begangen. Alsbald verstand ich und war dessen sicher, dass dies die Reihen jener Schlechten waren, die Gott und seinen Feinden auch missfallen. Die Elenden,
die niemals lebend waren, erschienen nackt und wurden ganz zerstochen von Mücken und von Wespen, die dort waren. Sie ließen Blut auf den Gesichtern rieseln, mit Tränen untermischt bis zu den Füßen, wo es getrunken ward von eklen Würmern. Und als ich weiter in die Ferne schaute, da sah ich Volk am Ufer eines Stromes und sprach: »Mein Meister, nun sei mir gestattet zu wissen, wer Sie sind und welche Sitte Sie so bereit zur Überfahrt lässt scheinen, wie ich erkenne bei dem schwachen Lichte.« Und er zu mir: »Dies sollst du bald erfahren, wenn unserem Gange Halt gebieten werden, des Totenflusses traurige Gestade.« Da schlug ich meine Augen schamvoll nieder. Dass nicht mein Reden ihm beschwerlich werde, ging ich nun schweigend bis zum Fluss hinüber. Und siehe, zu uns kam auf einem Schiffe ein Greis mit den vom Alter weißen Haaren und rief uns zu: »Weh euch, ihr schlechten Seelen! Hofft nicht, dass jemals ihr den Himmel seht! Ich will euch an das andere Ufer führen, in ewige Finsternis, in Frost und Hitze. Und du, die du dort stehst, lebendige Seele, heb dich hinweg von denen, die gestorben!« Doch als er sah, dass ich mich nicht entfernte, sprach er: »Auf anderem Weg, durch andere Häfen kommst du zum Strand, nicht hier mit diesem Kahne. Ein leichtres Schifflein wird dich tragen müssen.« Da sprach zu ihm der Führer: »Ruhig, Charon, so will man es dort oben, wo das Können dem Wollen folgt, mehr sollst du jetzt nicht fragen.« Dann ruhten wieder die behaarten Wangen des Fährmanns auf dem fahlen Sumpfgewässer, der um die Augen Flammenräder hatte. Die Seelen dort, die nackt und müde waren, entfärbten sich und schlugen mit den Zähnen, sobald sie seine rauen Worte hörten. Sie fluchten Gott und ihren Anverwandten, der ganzen Menschheit, Ort und Zeit und Samen, aus denen sie gekommen und geboren. Dann zogen sie sich allesamt zusammen mit heftigem Weinen an das böse Ufer, das jeden aufnimmt, der Gott nicht gefürchtet. Charon, der Geist mit seinen Feueraugen, hat sie mit einem Zeichen all versammelt, schlägt mit dem Ruder jeden, der noch zögert. Wie sich im Herbste alle Blätter lösen eins um das andere, bis die ganzen Zweige der Erde ihre Kleider wiedergeben, so taten dort die bösen Adamskinder. Sie stürzten sich vom Ufer nacheinander auf Zeichen, wie der Vogel auf den Lockruf. Dann ziehen sie weiter auf den dunklen Wogen, und eh sie drüben an das Land gestiegen, ist hier schon eine neue Schar versammelt. Mein Sohn, sprach da zu mir der gütige Meister, all die, die in dem Zorne Gottes sterben, die kommen hier zuhauf aus allen Ländern und sind bereit, den Fluss zu überschreiten. So sehr sind sie von Gottes Recht getrieben, dass ihre Furcht in Sehnsucht sich verwandelt. Hierher kommt niemals eine gute Seele. Drum, wenn sich Charon über dich beklagte, so weißt du nun, was das bedeuten sollte.« Nach diesen Worten hat der dunkle Boden so sehr gebebt, dass sich von diesem Schrecken der Geist noch heute mir im Schweiße badet. Ein Wind kam aus der tränenreichen Erde, es blitzte so mit einem roten Lichte, dass all mein Fühlen überwältigt wurde, und ich fiel nieder wie ein Mensch im Schlafe.